Ich lass einfach locker. Ding, wenn du Freitag streamst, Digga. Immer freitags? Immer Freitag streamen. Alles klar, ja, ich schau mal. Ich meine, wenn die Kleine da ist, werde ich es nicht einrichten können. Ja, du wirst das mal aufmachen. Oh mein Gott. Ladies and Gentlemen, lange ist her. Luches Box ist in the house. Link ist in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, Jungs. Tati, mach mal auf. Die erste Überraschung, was rauskommt. Tati, was für ein geiles T-Shirt haben wir dieses Mal? Weiß ich nicht. Und dann Socken. Perfekt, Und direkt geklaut. Und haben direkt geklaut. Wir haben es nicht mal angeschaut, Alter. Schwarze Socken, was willst du da schauen? Nase. So, schau, was für eine Marke das ist. Oh mein Gott, was ist das, Alter? Oh mein Gott. Wasteland Academy. Schon lange kein T-Shirt mehr bekommen, Alter. Ja. Mein Schrank wird immer voller und voller, Mann. Oh mein Gott, irgendwas mit One Piece. Rick and Morty, Alter. Jetzt Finger weg, jetzt machen wir eins nach dem anderen, Mann. Was ist denn mit dir jetzt los? Ja, zeig mal die Kamera, hast du die Kamera gezeigt? Also nicht Kamera, sondern auch im Chat. Also. Rick and Morty, wer kennt von euch die... Rick and Morty? Die Ding, die Serie, Mann. Eins geil. Ich kenne die zwar nicht, aber... Wir sind in Porsche Suit. Schaut krass aus. Oh mein Gott, ein Chupa Chup. Oh mein Gott. Bestimmt eine krasse Sorte. Mein Nachtisch, nach dem Nachtisch, Alter. Oh mein Gott. So. Ein One Piece Gym Bag ist das. Ja krass. Mann. Das ist sehr krass. Das wäre so eigentlich echt was für Badisch, Mann. Das wäre doch echt was für Badisch, Alter. Ich will das gar nicht haben. Mach mal auf. Mach auf. Ja, auch, Mann. Mach auf und zeig dir nicht. Alter, Mann. Geiles Teil, Mann. Aber das ist ein bisschen klein, oder? Für ein Gym Bag. Ja, muss er die viel reinmachen. Alter, schon ernst, geil aus. Gott, Alter. Schaut das an, Mann. Schon geil. Wie geil ist auch schon von One Piece. Wer von euch ist One Piece Fan? Eins in den Chat. Ja, ich muss fragen, wer ist nicht One Piece Fan, oder? Schon wie auf mich schwenkt, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein Buch, Alter. Das Handbuch zum Film. Fantastische Tierwesen. Oh mein Gott. Auf, Alter. Das will ich haben. Ihr wisst die Anleitung, das Inhalt, wo alles draufsteht. Jungs, wer kennt Ding? Fantastische Tierwesen, oder? Wer kennt den Film? Ich nicht. Das ist halt die Vorgeschichte von Ding anscheinend. Und Harry Potter, yes, oder? Ja, Mann. Und Harry Potter. Das ist eine neue Story, da gibt's kein Buch. Aber der Film ist geil. Ich warte jetzt. Das Handbuch zum Film, oder? Ich bin richtig gespannt auf den dritten Teil. Okay, interessant auf jeden Fall. Ja. Kuss geht raus an Luches. Ihr wisst Bescheid, Links in der Beschreibung. Oh mein Gott, schon mal mit Geheimnissen. Oh mein Gott, so. Krasse Karten und so. Oh mein Gott, mit Geheimnissen drin, oder? Oh mein Gott, wo ist Dumbledore? Oh mein Gott, schon mal, was ist hier los? Ernst? Oh mein Gott, überall immer irgendwelche Karten drin. Ja, wie, du musst das durchlesen. Nicht schlecht, oder? Ich bin jetzt müde, oder? Oh, das ist echt müde. Labert ihr mal nicht, ich bin fit. Ihr seid müde jetzt hier. Ist ein Snickers. Warum, du bist nicht zu selbst, wenn du müde bist, oder? So. Warte. Schon spät. Warte, ich mach mal Fenster zu. So. Ich habe hier, kennt ihr diese Marke? Nein. Nukau. Nu plus Kau. Hör ich zum ersten Mal, oder? Ganz also, ihr wisst ja, ich habe ein Startup, das nennt sich Hongs Tour. Dafür suchen wir Kooperationspartner. Ja. Ich bin fleißig auf der Suche. Und bei meiner Recherche habe ich entdeckt, dass viele Mädels diese Marke momentan werben. Okay. Deswegen wollen wir mal schauen, ob das lecker und gut ist oder ob die einfach nur ihre Seele verkauft haben. Was haben wir? Crunchy Nougat mit White Schokolade. 65% weniger. Das sind keine normalen Schokolade, das ist so eins auch. Ja. Diese proteinmäßig. Organic, vegan. 25% weniger Zucker. Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt, Alter. 2 Euro für so ein Dingens. Ja, so echt viel. Mann. Also, Preis ist schon echt heftig. Ich breche es mal ein bisschen ab, okay. So, das sieht einfach mal. Nehmt ihr, was ihr wollt, zuerst den Rest, oder? So. Ich verkaufe meine Seele und esse jetzt diese Schokolade. Hä? Du machst ja keine Werbung dafür. Das hat er gekauft. Ich kann es nicht eigentlich essen, aber ich esse es für euch. Mhm. Wieso nicht? Ahnung, was ist drin.
Richtig viel Haselnuss, Mann. Ich muss sagen, mir schmeckt es überhaupt nicht. Also ich muss sagen, zuerst war es ziemlich eklig, aber mittlerweile ist es okay. Also vom weißen Schokolade schmeckt gar nichts. Es ist sehr angenehm, weil es nicht so süß ist. Es hat für uns 70% weniger Zucker. Ja. Viel Nuss drin, also sehr reichhaltig an Nuss. Was haben wir hier? Original Almond und Sea Salt. Also mit Mandeln, das mit Mandeln kann ich essen. Man kann echt erkennen, dass da schon echt viel Nüsse drin sind. Also da ist aber dann der Preis gerechtfertigt. Wenn Nüsse sind teuer. Schon bitter. Boah, man, Bitterschokolade mit Salz noch und dann noch Nussgeschmack. Boah, das muss man echt mögen. Das muss man mögen, ja. Und ich gehöre nicht dazu. Kokos. Ja, Mann. Jetzt wird's interessant. Bitterschokolade mit Kokosgeschmack. Aber voll bitter, Mann. Zu bitter. Die sind auch zart bitter hier. Cashew mit Vanille. Die klingen alle schon geil vom Konzept her, aber. Die sind nicht. Das ist gar nicht mal so verkehrt, oder? Ja, der war halt am wenigsten bitter für mich. Deswegen. Machen wir den zum Schluss. So, jetzt kommt es Interessantes. Like Milk mit Creamy. Was ist das denn? Nosette? Nosette ist auch so Haselnuss. Das bin ich ja gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Der hört sich richtig interessant an. Boah, was ist das für Papier eigentlich? Plastik oder nicht Plastik? Organic, oder? Der ist am wenigsten bitter. Ja, aber der auch nicht mehr. Das ist auch keine Zartbitter. Sehr weich. Der ist echt gut. Raspberry Crisp. Boah, der ist schon richtig cremig. Das wird der krasseste. Der ist richtig cremig, Jungs. Boah. Starkes Aroma. Ja, Hammer. Fazit, Tati, also, was fandest du am besten? Also ich fand eigentlich alle sehr gut, wirklich. Weil diese waren nicht zu süß, die waren sehr geschmacksintensiv, also wirklich geschmacksintensiv. Die haben sehr viele Nüsse, also Anteil ist sehr hoch, deswegen auch so teuer, sage ich jetzt mal. Sieht man ja auch immer an den Anschnitt. Geschmacklich habe ich echt alles geschmeckt, was wirklich auch draufsteht. Ja, ist nicht mein Ding, ganz ehrlich, aber ich finde es trotzdem sehr gut. Also als so ein Riegel für, hier steht hier, made to make you feel good, ich finde es nicht schlecht. 2 Euro, ja, das ist halt schon eine Ansage, ganz ehrlich, ja. Aber echt viel Lust drin. Ja, kann man machen, muss ich nicht nochmal machen, aber ja, macht's weiter, Werbung dafür ist nicht so schlimm, aber für uns kann man auch Werbung machen. Oh, wir sehen uns, ein saftiger Stream war es mal wieder, Freitag, nächsten Freitag. Schreit um so. Wieso schreit er so, Leute? Wieso schreit er so? Vlog wird hochgeladen. Schön gesaugt, sauber gemacht. Bestes Gefühl. Und jetzt gehe ich gleich was essen. Ich habe random Bubble Tea Laden entdeckt. Ich wollte dieses eine krasse, was ich auf Instagram gesehen habe, kaufen. Das hatte ich letztens schon versucht und dann hat die mir gesagt, ey, das gibt's nur auf der Abendkarte. Da bin ich jetzt heute nochmal gekommen. Samstagabend natürlich keine gute Wahl und es war so voll. Aber dann sagt mir der Chef persönlich, er so, nee, sorry, das ist nicht to go. Oh mein Gott, richtig leid. Ich weiß nicht, was ich jetzt essen soll. Ich wollte eigentlich was ganz anderes essen. Bin hier zufällig dran vorbeigegangen, dachte mir, oi, das ist saftig. Dann habe ich mich daran erinnert, das hat mir schon mal jemand empfohlen. Deswegen gönnen wir uns. Fried Chicken geht immer. Korean Fried Chicken. Gibt es eh nicht so oft hier in München. Und ja, sah saftig aus, ich konnte nicht widerstehen. Bin gespannt. Chicken! Boah, das sieht echt heftig aus. Fleisch! Alter, was ist das für eine kranke Serviette, Mann? Was ist das für eine krasse Serviette? Mit Halterung für Stäbchen. So, darauf bin ich gespannt.
Zart. Oh ja, sehr gut. Pork Belly. Okay. Hähnchen ist saftig. Marinade. Also das ist krank. Das ist okay. Ich gönne mir noch ein bisschen K-Drama. Ich habe eigentlich nie wirklich K-Drama geschaut, aber es wurde mir jetzt von einer Freundin empfohlen. Hat sie sich gestern gegönnt und sie meinte 15 von 10 Sternen, also check ich mal ab. Taugt mir bisher nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Also Tokyo Revengers war tausendmal klasse bisher. Morgen, also für mich morgen, wenn ihr das seht, also Sonntag, abends, nachts, machen wir vielleicht einen Livestream, weil die Jungs wollen endlich zur Geisterfrau in Ebersberg. Das ist so eine Horror-Story, da gab es auch schon Videos, Galileo Whitegate und so. Und da wollen wir endlich hin. Und klar werden wir das streamen. Wenn es funktioniert, ist ein bisschen außerhalb. Ich weiß nicht, ob Internetverbindung da am Start ist. Und wir sind unterwegs im Auto und so. Ich weiß echt nicht, ob Internet klappt. Aber Video wird auf jeden Fall gedreht. Und wir versuchen es zumindest. Also könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wenn das klappt, dann wird das gestreamt. Wenn nicht, dann checkt halt das Video ab, den Vlog. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Gebt gerne Like, Kommentar, Abo. Schickt die Videos ab, folgt uns auf Twitch und Instagram und investiert weiterhin fleißig in Bitcoin. Diamond Hands, Leute, Diamond Hands, immer hodeln. Ciao.